Was geht ab, Zuschauer? Ich bin Christian, 24 Jahre alt und ich möchte gern Rebuilding-Videos auf YouTube machen. Ja, inspiriert wurde ich von dem Ganzen eigentlich aus Amerika, von dem Channel Backyard Boys, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Mein erstes Projekt ist das Auto hier, ein Golf 6R. Zweite Hand, hat 94.000 jetzt gelaufen. Ja, was habe ich vor mit dem Auto? Natürlich zum ersten aufbauen. Dann möchte ich gerne, wenn die Kosten es erlauben, ein bisschen auch was am Auto machen, ein bisschen tiefer setzen, dann gerne einmal diese ganzen Chrom-Sachen würde ich gerne schwarz haben, so ein Black-Paket. Und am Ende des Projektes noch ein Highlight. Es kann gut aussehen, kann sehr schnell auch scheiße aussehen. Deswegen lasst euch da überraschen. Ich würde sagen, wir waschen das Auto jetzt einmal, damit ihr auch den Schaden seht, worum es sich hier handelt. Schaden ist hauptsächlich vorne eigentlich, ist ein Wildunfall gewesen. Ja, ich würde sagen, guckt euch das Video jetzt an. Der erste Tag ist vergangen, geschafft habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel, bis auf das Auto einmal sauber zu machen, von innen und außen mir einen Eindruck zu verschaffen, wo habe ich Schäden, was für Schäden. Ja, anfangen wollte ich jetzt mit der Motorhaube, dann mit der Stoßstange, arbeite mich zum Ladeluftkühler und dann werde ich sehen, was hier unten alles kaputt gegangen ist oder ob da überhaupt was kaputt gegangen ist, Schäden, die ich noch nicht gesehen habe. Ich würde sagen, ich setze euch jetzt auf Timelapse und dann fange ich an zu demontieren. Thank you.
So, Motorhaube ist demontiert. Benutzen werde ich von den Sachen gar nichts mehr. Die Halterungen sind teilweise verbogen. Eines in Ordnung, aber ich denke mal, die kommen immer im Doppelpack, dass du dann beide neu bekommst. Ja, ich mache jetzt weiter mit der Stoßstange. Und das hier kann auf den Müll. So, ich habe jetzt beide Scheinwerfer ausgebaut, davor auch getestet. Tatsächlich funktionieren bei dem Leuchtmittel und Steuergerät immer noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nur Fahrerseite austauschen werde, weil der andere sieht an sich noch gut aus, oder ob ich beide wechsle, muss ich mal gucken. Was ich weiß, ist, dass ein Scheinwerfer bei VW 620 € kostet und deswegen schaue ich erstmal bei eBay.
1 geht jetzt mit dem Ausbau der Stoßstange zu Ende. Wer bis hierhin geschaut hat, erstmal danke dafür. In Form von einem Kommentar, einem Like, einem Abo könnt ihr mir sagen, wie ihr das Video fandet. Könnt mir auch gerne Verbesserungswürdigkeiten nennen. Und dann könnt ihr gerne noch dazu schreiben, was ich noch am Auto verändern soll. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, die den Preisrahmen nicht total sprengen, dann würde ich mich auch darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei Part 2 wieder, wenn es mit dem Herzstück des Autos weitergeht.